Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Jeder Horrorfan kennt Camille Keaton. Wobei ich an der Stelle vielleicht sogar ergänzen sollte, dass das hier gar nicht Camille Keaton ist. Das ist die Rückseite von Demi Moore. Und die Geschichte rund um eines der ikonischsten amerikanischen Exploitation-Poster ist wirklich spannend. Gedreht wurde I Spit on Your Grave unter der Regie von Mir Sargi, nämlich im Jahr 1978, aber 3 Jahre später, 1981, kaufte dann ein junger amerikanischer Produzent namens Charles Band, ja, der Charles Band von Empire Pictures und Full Moon Entertainment, die Video Distribution Rights an I Spit on Your Grave und brauchte dafür natürlich ein Poster, um seinen Release bewerben zu können. Er war allerdings der Meinung, dass Camille Keaton einerseits zu dünn war und andererseits einfach nicht die Präsenz hatte, die er für das Poster gebraucht hatte, und deswegen fragte er bei Demi Moore an, die einerseits zwar zuvor schon als Model gearbeitet hat und außerdem passenderweise zu der Zeit gerade für Band vor der Kamera stand, für den Film Parasite oder Parasite 3D, der dann 1982 wirklich veröffentlicht wurde. Aber was interessant ist, ist, dass Camille Keaton, die übrigens die Großnichte von der Stummfilm-Ikone Buster Keaton ist, eigentlich eine relativ große Horrorfilmkarriere haben hätte können, womöglich, das allerdings ihr nicht gegönnt war oder sie nicht wollte, denn sie hat laut OFDB insgesamt nur 19 Filmcredits bis zum heutigen Tag und hat auch bis ins Jahr 2019 gebraucht, um offiziell in ihre I Spit on Your Grave Rolle der Jennifer Hills zurückzukehren in dem Film Déjà Vu, den ich euch hier im Blu-ray Check übrigens wie auch das Original bereits ausführlich vorgestellt habe, und hat dazwischen natürlich den ein oder anderen Abklatsch wie 1993, immerhin trotzdem 15 Jahre nach I Spit, in Savage Vengeance, der auch als Return to the Grave teilweise bezeichnet wird, gespielt, hat einige kleinere Rollen gedreht, aber nicht wirklich irgendwas Besonderes. Was aber wahrscheinlich die wenigsten wussten, selbst diejenigen, die Camille Keaton kannten, war, dass sie vor allem vor I Spit on Your Grave bereits einige Rollen absolviert hat. Ihr Debüt feierte sie 1972 in dem Film Das Geheimnis der grünen Stecknadel aus dem Edgar Wallace-Universum, beziehungsweise hat sie in den 70er Jahren eben, bevor sie dann berüchtigt wurde durch I Spit on Your Grave, 3 Filme in Italien gedreht, die jetzt eben Vinegar Syndrome zu der sogenannten Camille Keaton in Italy Box zusammengefasst hat. Und diese Filme haben eben, abgesehen davon, dass Camille Keaton mitspielt, dass die Filme aus Italien sind, auch noch etwas wahnsinnig Spannendes gemeinsam. Sie sind alle absolut beschissen. Und das muss man tatsächlich dazu sagen, als damals, nachdem eben letztes Jahr die Camille Keaton Box veröffentlicht wurde und am Ende des Jahres viele Leute in den Vinegar Syndrome Fangruppen ihre Listen der besten und schlechtesten Vinegar Releases des Jahres gepostet haben, tatsächlich diese Camille Keaton Filme eigentlich überall, je nach Liste, ganz weit unten beziehungsweise ganz weit oben zu finden waren. Und deswegen war natürlich eben auch meine Motivation, mir diese Box in die Sammlung zu holen, jetzt nicht wahnsinnig groß, aber natürlich, wenn das Ganze dann beim Vinegar Syndrome Black Friday Sale entsprechend günstig ist, muss man natürlich dann doch auch irgendwie zuschlagen. Irgendwann einmal überwiegt dann auch das Interesse daran, was uns bei diesen womöglich Camille Keaton gefärbten Gialli-Eskapaden, das ist ein schönes Spine-Design, eigentlich erwarten könnten. Und deswegen werfen wir gleich einmal einen kleinen Blick in diese Kopfschuber-Box hinein, wo ich es tatsächlich absolut genial finde, dass wir hier die quasi Camille Keaton is watching you Edition vorfinden mit diesen roten Augen, aber vielleicht einmal zuerst ein kleiner Blick auf die einzelnen Cover-Artworks. Und da sticht, finde ich, schon einmal der Film Sex of the Witch hervor. Einerseits natürlich durch seinen herrlich wundervoll reißerischen Titel. Andererseits ist das eben aus dem Jahr 1973 ein Film von Angelo Panaccio, der zum Beispiel auch nichts anderes gedreht hat, was ich in meiner Sammlung habe. Darunter ist aber bei diesem Film einer, der zwar damals auf in Holland als Videokassette im italienischen Original mit holländischen Untertiteln erschienen ist, der es allerdings niemals eben in den deutschsprachigen Raum geschafft hat und wo man natürlich eben davon ausgehen kann, darf, muss, dass diese Filme auch jetzt nicht mehr auf Deutsch synchronisiert erscheinen werden. Wir bekommen in dem Fall eben
Die englischen Untertitel mit dazu, wobei für mich jetzt nicht ganz klar ist, in welcher Sprache der Hauptfilm in dem Fall eigentlich ist. Aber wahrscheinlich Englisch, weil sonst würde es anders stehen. Wir bekommen hier ein Code-Free Blu-ray-Set mit eben diesem Film, der, danke, mit fast 10 Minuten an zusätzlichem Long-Lost-Sex. Ja, wundervoll, das wertet den Film ganz sicher auf. Dafür bekommen wir aber hier, finde ich, eben mit dem Original-Poster von außen hier schön verschoben eigentlich. Ein wunderschönes Disc-Design, beziehungsweise dann natürlich eben auch ein alternatives Postermotiv, das ich allerdings relativ hässlich finde, weil ich diese einfach nur quasi aufgeklebten Fotos hier nicht besonders gut heißen kann. Aber neben Sex on the Witch, Off the Witch, gibt's auch den Film Tragic Ceremony in der Box. Und wie gesagt, wenn man den Bewertungen des Films glauben darf, dann ist es wirklich eine Tragic Ceremony, wenn man sich diesen Film anschauen muss. Der bietet hier auf der Blu-ray von Vinegar Syndrome ebenfalls einen Code-Free-Disc, beziehungsweise hat der Film dann auch eine neue Restauration in 2K vom Original Kameranegativ mit dabei. Und wir können natürlich auch hier ins Innere zum alternativen Poster-Motiv schauen. Dabei entdecken wir natürlich eben gleich eines von den Motiven, das gleich einmal Pate gestanden hat, eben für das äußere Box-Design. Das ist ja meiner Meinung nach immer ziemlich genial, wie die Grafiker von Vinegar Syndrome dann hier diese Box-Designs mehr oder weniger, wie man auf Wienerisch sagt, zaumernbudern, positiv gemeint, aus den einzelnen Artworks von den eben einzelnen enthaltenen Filmen. Und last but not least gibt's den Film Madeleine, der noch etwas obskurer ist, weil auch wenn keiner dieser drei Filme jemals auf Deutsch erschienen ist, gab es in der OFDB zumindest ausländische verzeichnete Veröffentlichungen von diesen beiden, aber von Madeleine ist der Online-Filmdatenbank keine einzige Version bekannt. Yikes! Dabei können wir aber auch hier auf dem Cover-Artwork mehr oder weniger ein relativ generisches Postermotiv finden. Interessanterweise gibt es noch eine alternative Version mit dem italienischen Titel, die zum Beispiel eben in der OFDB eingetragen ist, wo neben diesem Hintergrund dann hier noch einmal ein etwas weniger actionreiches Motiv zu finden ist. Aber ich könnte mir fast denken, dass wir das dann im Inneren von dieser Box irgendwo vorfinden. Hier wurde der Film sogar vom Kameranegativ in 4K gescannt und für die Blu-ray dann entsprechend aufbereitet. Und wir können einmal ins Innere blicken. Da haben wir, nein, nicht dieses Motiv, sondern ein Portrait. Hässliches Photoshop-Cover, das hier ein kleines bisschen an den Tatort-Vorspann erinnert, beziehungsweise an Firestarter und mich daran erinnert, dass ich vielleicht dieses Cover irgendwann einmal anzünden sollte. Das ist tatsächlich, muss ich aber sagen, zumindest äußerlich optisch eine sehr schön aufbereitete Box mit einem wirklich phänomenal gezeichneten Sex of the Witch-Cover-Artwork, aber eine Box, die wahrscheinlich in erster Linie selbst für Vinegar Syndrome-Aficionados, die wirklich viel gewohnt sind, wenn man das so formulieren darf, eine Geduldsprobe aus cinematografischer Sicht waren, aber trotzdem finde ich es eben irgendwie interessant, auch einmal so wirklich den absoluten Thriller-Bodensatz zu erforschen.